Und damit willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Das letzte Mal sind wir ein bisschen außerhalb der Karte lang gelaufen und haben noch ein paar Sachen entdeckt, wie auch diese kleine Kampfsequenz gehabt, die wir im zweiten Versuch hingekriegt haben oder beim dritten. Und jetzt sind wir wieder normal unterwegs. Jetzt wird es spaßig, weil ich glaube, hier kann man ein bisschen was ausnutzen. Mach mal deinen Angriff, verdammt nochmal. Ich das gerade nicht hin, was ich möchte. Genau. Ich will Schaden kriegen. Und zwar. Warte mal, vielleicht geht's doch so. Ihr seht, was ich machen möchte, ja? Ich denke ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen mal vorher anfangen. Zum Beispiel. Na, fast. Das ist ein extrem Bogenlampe, muss der fliegen. So. Ich weitermache, sterbe ich eher. Statt dass ich jetzt das Geheimnis entdecke. Auf der rechten Seite. So. Fast. Golek-Erz, etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerk könnte dieses damit Gebäude reparieren. Ja, aber ich immer noch keine Ahnung habe, was für Gebäude das sind. Das ist für mich gewesen, ob es einfach die Moki sind. Keine Ahnung. Okay, so. Jetzt muss man natürlich trotzdem ein bisschen was machen, weil wir brauchen ja trotzdem. Oh Gott. Au. Kleiner Freund, da oben könnte was sein. Ich heile mich mal. Nee, kommt dann zurück. Also hier spätestens hier hätte ich es eh lernen müssen, mit dem Turm zu agieren. Gut, das war einfacher als das letzte. Hey, wer hat meine Mauer eingerissen? Ach, guck da. Komm nur her, lass mich dich genauer ansehen. Oh, guck mal, das Geisterportal. Können wir da vielleicht das gebrauchen, einfach um Geisterportale wieder in Stand zu setzen? Vielleicht. Na gut, gehen wir mal weiter. Brunnenquell. Achievement, trautes Heim. Wartet mal, kurz mal gucken. Erreicht die Brunnenquelllichtung. Und da oben ist wieder unser Affe. Mein Freund, der Affe. Das ist eine Fähigkeit für mich. So schlage ich dich einfach. Ah, sei gegrüßt. Ich sehe, du hast die Lichtung erreicht, Geist. Deine Reise hat dich nicht zufällig schon in die Richtung des Brunnenquells geführt? Noch nicht, aber wir gehen in die Richtung. Deswegen sind wir auf dem Weg durch dieses Gebiet. Mein guter Affe. Gerüchte einer alten Bibliothek dort haben mein Interesse geweckt. Vielleicht erkunde ich diesen Ort selbst ein wenig. Vielleicht sehen wir uns da, ja? Willst du Fähigkeit verbessern? Wir gucken mal, was haben wir denn? Um ehrlich zu sein, sind die eigentlich bisher alle relativ unnütz gewesen. Einfach geschickt angreifen hat bisher geholfen. Also, nein. Lass dich nicht überrumpeln. Keine Angst. Ich möchte noch mal ganz kurz wissen, was dort oben ist. Eine Sackgasse? Ja, es ist eine Sackgasse. Warum ist denn aber dort eine Sackgasse? Ach, guck mal hier, alles bemoost. Oh. Sieht schon hübsch aus. Da oben ist wieder eine Moki. Dame, wie komme ich denn da jetzt hin?
Allgemein, der Baum ist gerade ein bisschen unübersichtlich. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ah, guck da. Ein kleines Geheimnis versteckt. Ah, aber guckt mir, unten kommt Dampf raus. Ich vermute mal, dass nach einer gewissen Zeit mal irgendeine Fähigkeit hat, wodurch man auf solchen Dampf irgendwie aufsteigen kann, fliegen kann. Das war ähnlich im ersten Teil. Also kann ich das, glaube ich, erstmal vergessen, hier weiterzugehen. So, unter uns ist Wasser, da kommen wir eh nicht rein. Außer vielleicht hier. Ne, ist auch nichts. Und hier haben wir wieder unseren Tok, den wir auch unten gefunden haben, netterweise. Hey Tok. Quächt! Welche Überraschung, dich hier zu treffen. Dieser Platz eignet sich überraschend gut für ein Nest. Nicht, dass ich vorhätte, mich niederzulassen. Ich habe gehört, der alte Gorlik, Grom, möchte diese Lichtung noch weiter verbessern. Er sollte zuerst einmal das Wasser reinigen. Pah! Ach so, das heißt, wir bauen uns hier so ein kleines... wir bauen uns ein kleines Hub. Ja, das ist ja interessant. Na hier. Grom. Ich habe mich nicht getraut, daran zu glauben, aber du bist wirklich hier. Niven beherbergt abermals einen Geist. Die Mauer hast du ja schnell hintergerissen. Meine Baufähigkeiten sind wohl auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dennoch habe ich versprochen, hier eine Zuflucht vor dem Verfall zu schaffen. Diese Lichtung zählt auf mich, Geist. Doch ich fürchte, ohne Erz, wir wissen, wo wir Erz einsetzen können, werde ich alle enttäuschen. Diese Materialien, die ich brauche, wurden von meinen Leuten aufgegeben, als in die Minen flog. Ohne die nötigen Vorräte könnte mein Traum eine Zuflucht vorbei sein, ehe sie begonnen hat. Mit ein wenig Gorlik-Erz könnte ich diese Lichtung in eine Zuflucht verwandeln. Projekte anzeigen. Tunnelsituation. Ah, okay. Dann machen wir erstmal Gastportal operieren. Aber wenn wir dieses Portal mit Kohlegerz aufwerten, könntest du Niven womöglich noch schneller, was heißt denn schneller, bereisen. Ich mache sofort an die Arbeit. Jetzt, da ich wieder bauen kann, kann ich mich wieder einen wahren Gorlik nennen. Es gibt nur noch wenige wahre Gorlik, also pass bitte auf, wenn du auf jemanden triffst, der aussieht wie ich. Nicht alle von uns sind im Verfall rechtzeitig entkommen. Also auch bösartige gibt's. Ich habe natürlich wieder vergessen, Timer zu werfen und er werkelt hier schön. Bevor unsere Heimat vom Sand begraben wurde, sahen die Geister großes Potenzial in Gorlik-Erz. Sie verschwanden, ehe sie ausprobieren konnten, was wir ihnen bauten. Doch jetzt bist du hier und das kann sich ändern. Willst du mir bei deinen Projekten helfen? Ist er denn demzufolge vielleicht auch jemand gewesen, der die anderen Geisterportale gebaut hat? Weil es ja immer so ein bisschen fragwürdig, warum es solche Geisterportale gibt. Wer hat denn das alles gebaut? Ja, wir haben es nicht enthüllt, wir haben nur einen Fünfer. Ja. Es wird besser, sich Zeit zu nehmen, statt später eine voreilige Entscheidung zu bereuen. Was? Wieder auf bei der Lichtung. Hilf Grom wieder auf bei der Brunnenquelle-Lichtung. Belohnung. Finde eine angehende Abenteuerin. Aha. Ah ne, von Hand zu Hand, Entschuldigung. Aber schon interessant, oder? Dass wir sowas machen können. Wir speichern natürlich erstmal. Also wird leider kein Hub, sondern ist einfach... Wir bauen da einfach was aus. Reicht, welche Überraschung dich hier zu treffen. Dieser Platz eigentlich überraschend gut vernässt. Achso. Schade. Ich dachte, kommt noch was. Ich vermute stark, die ist damit gemeint, aber ich komme da noch nicht hoch, glaube ich. Und den ist der einzige Weg, der mich zurzeit weiterbringt, eigentlich nach links. Da oben ist irgendwas. Ist das Erz? Da sind die Dornen. Ich glaube, da muss ich die Dornen erst entfernen. Also das bringt mir auch noch nichts. Und dadurch wird auch der Weg hier unten frei. Ah, okay. Also wir bauen dann das aus und kriegen dann auch... Das ist ja witzig, dass das gleich in der Nähe ist. Ach, ein Geistersplitter, doch Quatsch. Haben wir irgendwo Gorlik-Erz schon gesehen? Na, mal schauen. Aber es ist ja schön. Das heißt, Materialien sammeln. Na gut. Haben sowas eben auch eingebaut. Hier, guck an. Ich
Ich bin weit gereist, um diese Lichtung zu finden. Sie ist ein Paradies für die Muki. Meine Familie wird es hier gefallen, aber wir haben kein Zuhause. Der Gullikrom kennt sich mit dem Bauen aus. Vielleicht kann er uns helfen? Familientreffen, sprich mit Krom. Ein Haus zu bauen. Sorry. Oh. Entschuldigung. Das heißt, alle, die wir auf unseren Reisen finden, werden im Zweifelsfall dann wieder hier sein. Wie machst du das? Au. Okay. Krom. Ich kann es kaum glauben. Ich habe kein echtes Kulak-Erz mehr gesehen, seitdem wir unsere Heimat verlassen haben. Ich danke dir, Geist. Aber mal mit solchem Material zu bauen. Nun, so kann ich mich wieder mit Stolz einen Gurmek nennen. Ich halte mein Versprechen. Die Lichtung wird eine Zuflucht für alle, fernab des Verfalls und des Schattens an alle. Wenig Kulak-Erz könnte ich das. Okay. Wir sollen die Wiederherstellung der Behausung. Wirklich schade, dass diese alten Muki-Behausungen so verfallen sind. Wenn sie reparieren, könnten die Muki vielleicht auf die Lichtung zurückkehren. Oh, jetzt ist natürlich eine große Preisfrage. Wenn ich ein was eher baue, verbaue ich mir vielleicht einen Weg zu Gurlek-Erz, wodurch ich mir alles bauen kann? Hm. Okay, aber es ist eh nicht so wild, weil wir ja eh noch nicht so viel genug Erz haben. Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon so viel hätte haben können. Aber ja, wir werden für dich eine Behausung finden, keine Angst, Kleiner. So, Twin. Ein wiederkehrender Kunde. Immer eine angenehme Erfahrung, oh ja. Immer lauter sprechen sie deinen Namen. Dennoch habe ich viele Namen auf meinen Reisen gehört, wie du. Die Namen kaufen meine glänzenden Splitter und gehen weiter. Sie klingen alle ziemlich gleich, oh ja. Dennoch strahlen meine Splitter heller in deiner Nähe. Vielleicht sollte ich mir deinen Namen merken. Und dafür müsst du etwas tun. Das wert ist, sich an dich zu erinnern, verstehst du? Ja. Wir gucken uns meine Splitter an. Um ehrlich zu sein, ich spare jetzt Zeit für den hier. Dreifachsprung. Das heißt, wir können danach noch ein paar andere Sachen erkunden. So, und so. Verbesserungen ansehen. Und dann kügeln wir schon mit anderen Sachen. Erstmal das teure kaufen. Ah, es gibt einen Ort, an dem du mehr über die Splitter erfahren kannst. Er liegt im Brunnenquell. Es ist ein Schrein für die alten Geister, weißt du? Angeblich konnten die alten Geister viele, viele Splitter gleichzeitig nutzen. Vielleicht kannst du das ja auch. Oh ja. Okay, wir kriegen massenweise Zeug hier. Was sind das dort? Umutai. Umuki. Oh, hallo. Ich bin aus dem Moor hergekommen, weil ich gehört habe, die Lichtung ist sehr wunderschön. Sie ist wunderschön, aber das Licht ist hier so grell. Nicht wie im dunklen Moor. Deswegen verstecke ich mich hier im Schatten. Wenn ich so einen Hut wie diesen lustigen da drüben hätte. Also das habe ich nicht. Ah, okay. Das ist für unsere Quest. Ach. Wisst ihr, was ich glaube? Wir haben hier so eine Quest angenommen, die verursacht, dass wir immer einen Gegenstand von A nach B bringen, dann wieder nach C und so weiter. So, wer bist du denn? Und warum komme ich nicht hoch? Mutai. Ich kann es kaum glauben. Ich spreche mit einem echten Geist hier, Nie. Aus der Nähe bist du kleiner als ich dachte, aber so hell. Ich persönlich falle ja nicht gerne auf. Es ist nicht sicher draußen, weißt du? Zu deinem Glück habe ich jede deiner Bewegung beobachtet. Und um sicher zu gehen, dass es dir gut geht, natürlich. Möchtest du meine Aufzeichnung sehen? Ah, okay. Wir haben hier einen der Statistiken geführt. Allgemein, Zeit am Leben. 16% abgeschlossen, 38 Tote, Tod durch Feinde, Gefahr, erlittener Schaden, getötete Feinde, 314. Warte mal, ich möchte auch mal die Zwischen. Was ist denn hier zwischen? Distanz zurückgelegt. Alter, warum? Was sind das für. Hier. Als beste Fähigkeiten. Größter Einzelangriff, 20 Schaden, Geschick. Sprünge, Wandsprünge, Sprints, Stoßangriffe. Geschwommene Distanz ist nicht viel. Das wissen wir noch nicht. Teleportation auch nicht viel. Sammelobjekte. Gesammeltes Geisterlicht. Verbrauchtes Geisterlicht. Entdeckte Fähigkeiten. Gesammelte Lebenszellen. Gulagers 31, oder? Ne, stimmt. Ne, das sind die Splitter. Bis bald.
Okay, aber cool. Er beobachtet uns. Haufen schöne Sachen. Gut, aber der einzige Weg, der immer noch weiterführt, ist... der hier. Meines Erachtens. Jetzt kommt wieder ein Gegnergebiet. Kann ich hier runter? Ist aber auch interessant, wirklich durch den Schlag nach unten könnte ich ein bisschen Höhe gewinnen. Das könnte wirklich für manche Rätsel essentiell werden. Starf runter? Ja, starf runter. So, ich muss mal ein bisschen Karte gucken. Da oben ist doch irgendwas. Wahrscheinlich auch auf der Gegenseite. Aha. Da hätten wir es. Aber da, genau. Gut. Seht ihr dort oben diese blaue Pflanze? Die habe ich schon mehrfach gesehen. Also es gibt so eine blaue Erdbeere, die da unten hängt, und diese blaue Pflanze. Ich glaube, damit werde ich irgendwas ziehen können. Aber noch nicht jetzt. So, ach, den Feind, den wir schon mal kennengelernt haben. Sollte ich den so stehen? Naja. Hilft ja gerade nichts. Okay, brauchen tue ich den, um da oben hinzukommen. Aber wenn er wirklich akut ist, wird er wieder kommen. Oh. Au. Okay, im Wasser selbst. Das ist ja bösartig. Au. Wie ich mir das so ansehe, werden wir wahrscheinlich bald lernen, wie man diese blauen Teile nutzt. So, erstmal da hoch. Spitze, Grundfeld, Lumaseen. Lumaseen heißt aber andersrum, das ist dazu geht. Weil wir haben schon andere. Au. Oh, diese Viecher. Manchmal krieg ich sie hin, aber wenn es nach unten zeigt, kaum. Ich werde uns fast gestorben. Okay. Gerücht. Na gut, dann. Gehen wir erstmal hier oben ein bisschen lang, würde ich sagen. Einfach zur Erkundung. Weil wahrscheinlich hier der Weg normal weitergeht. Ja, du machst zwei Angriffe. Eins, zwei, drei. Wird eisig. Bauerspitze. Weil nein, den Bau findest Artefakt in Mitternachtshöhlen. Was? Achso, weil das ist die Quest, die ich noch ausgewählt hatte. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Das ist ein Bär, oder? Bär, schon was los? Hey, Bär. Hallo. Nein, ich darf nicht angreifen. Ich darf auf dir rumspringen. Ach, guck an, der dicke Bär versperrt mir den Weg. Du hast deine Augen offen, schläfst du oder ist dir einfach nicht gut? Mir war auch nicht gut, wenn mein Kopf nur hier warm ist, während mein Hintern im Kalten rumfriert. Mann, hier schneebedeckt. Ach je. Der dicke Bär.
Obwohl, warte mal, da geht oben ein Weg lang. Wo denn das? Ja, hab hier keinen Spann greifen. Gut. Oh, hallo. Gehst du dem kalten Ort? Ich gehe dorthin, ein paar Spitzbären zu sammeln. Zumindest hatte ich das vor. Aber es ist ein großer Bär in meinem Weg. Er schläft. Ich habe versucht, ihn mit einem Grashalm an der Nase zu kitzeln, aber es hat nicht geklappt. Vielleicht war der Grashalm nicht groß genug? Vielleicht bin ich nicht groß genug. Ich stehe schon sehr lange, aber der Bär wird einfach nicht wach. Vielleicht versuche ich es noch einmal, ihn zu kitzeln, wenn ich etwas Größeres an dem Grashalm finde. Okay, also weiter eine Quest. So. Ich würde einfach mal einmal hier rüber gehen. Ah, guckt an, das wird schon wieder blöd. Und das blaue Ding nicht. Kommst du mal? Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Stimmt. Ich kann rüberspringen. Oder? Doch, ich schaff das. Knapp, aber ich würde es schaffen. Ach, der wäre schon beim Brunnenquell. Ne, Moment, dann, das will ich noch nicht. Dann gehe ich nochmal zurück. Das kann nicht sein. Wollen wir noch mal ganz kurz hier ein bisschen tiefer gehen? Weil irgendwie war da noch was. Hier unten kann ich mich dranhängen. Genau. Au, achso, hier sind. Wie komme ich denn da hoch? Leben unser Leben. Au, au. Nee, nee. Nee, nee, nee. Es ist nicht ganz unmöglich. Moment. Es ist nicht ein schöner Ort, das zu machen. Aber wir könnten es hinkriegen. Nee. Das Problem ist der Rückweg. Ich glaube, den Hinweg würden wir sogar hinkriegen. Ich hätte... Nee. Okay, gut. Ich nehme es zurück. Na dann. Oh, dieser rote Angriff. Ich hasse ihn. Dann müssen wir es zum Brunnenquell. Hilft ja nichts. Ach, guck mal, wie knapp wir davor waren. Wir erinnern uns an diesen Ort. Wasser aus den Luna-Seen fließt hier durch und füllt den Sumpf mit Leben. Oder zumindest floss es hier durch, vor dem Verfall, vor dem Mittelstillstand. Da müssten wir also rein. Das sieht ja herzallerliebst aus. Der Brunnenquell. Tja, ich würde sagen, den gucken wir uns dann. Die stillen Zähne. Schon mit oben auch das Ganze. Was ist das denn? Tür. Oh Gott, es gibt noch mehrere Türen. Eieieiei. Na gut, den werde ich mir das nächste Mal anschauen. Und bis dahin, euer Landito. Tschüss.